Max, Schatz, musst du weinen? Nein. Bist du so traurig? Hast du Hände gewaschen, Max? Ja, natürlich. Wir nehmen SpongeBob. Hallo. Ja. So. Warte kurz. Ja, ich warte. Hallo, hallo, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr habt es in der Überschrift schon gelesen. Der Max, der kocht heute für mich. Eigentlich zu meinem Geburtstag. Heute ist aber gar nicht mein Geburtstag. Denn wir haben das Ganze am Sonntag abgedreht. Da hatte ich eben Geburtstag und dazu hatte ich euch auch einen Vlog hochgeladen. Allerdings war das so lustig und der Max, der hat sich wieder so viel Mühe gegeben, dass ich keine Sequenzen kürzen wollte und mir gedacht habe, dass ihr viel mehr Freude daran habt, wenn ich euch ein separates Video online stelle, und das mache ich eben heute. Es war super, super lecker, das kann ich schon mal dazu sagen. Ich wollte dieses Intro jetzt separat nochmal drehen, beziehungsweise ich musste es ja drehen, sonst versteht ihr den Zusammenhang nicht, aber ich wollte eben ehrlich mit euch sein, denn am Ende des Videos habe ich was anderes an. Wie gesagt, es war mein Geburtstag. Und dann passt es jetzt eigentlich nicht mit dem, was ich jetzt anhabe. Und ich wollte einfach nicht so tun, als wäre es eben dieser Tag. Wenn ihr versteht, was ich meine. Das war jetzt relativ kompliziert, aber ich glaube, ihr kommt mit. Jedenfalls haben wir mit der HelloFresh-Box gekocht. Ich habe ja schon des Öfteren mit HelloFresh kooperiert. Und selbst wenn mir irgendwas nicht gefallen würde, würde ich euch das tatsächlich sagen. Das wisst ihr auch. Das habe ich schon mit Kooperationen gemacht, weil ich einfach ehrlich mit euch sein möchte. Aber ich lasse definitiv nichts über die HelloFresh-Box kommen, denn für mich ist es eine Art Arbeitserleichterung, ist, die ich mir einfach kaufen kann. Ich mache das ja auch nicht ständig, das gönnt man sich eben mal, aber ich kann mir vorstellen, dass es zum Beispiel auch für diejenigen gut ist, die zum Beispiel mal in der Woche kein Auto haben, weil der Mann zum Beispiel das Auto hat und die nicht wissen, wie sie den Großeinkauf bewältigen, oder zum Beispiel, wenn sich jemand das Bein gebrochen hat. Um Gottes Willen, ne? Gott bewahre, aber es gibt eben auch solche Fälle, die können einfach mal nicht Großeinkauf machen, und deshalb finde ich die HelloFresh-Box richtig genial. Wenn der Postbote mir das hier hochträgt, ja, könnt ihr euch nicht vorstellen, was das für eine Arbeitserleichterung für mich ist. Wir haben ja in den Hang reingebaut, was bedeutet, dass ich erstmal ganz, ganz viele Treppen hoch muss und mir das Ganze hochschleppen muss, bis ich hier in die Küche komme. Natürlich genießen wir eine schöne Aussicht, aber in dem Moment, wenn man dieses Zeug hochschleppt, denkt man da nicht dran, ja? Also so viel dazu. Ich habe auch einen Rabattcode für euch. 30% könnt ihr sparen auf die erste und auf die zweite Box. Ich schreibe euch aber alles nochmal in die Infobox. Hello Heidi 30 nennt sich der Rabattcode, aber wie gesagt, falls ihr Interesse habt, dann schaut einfach mal unten in die Infobox. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir wirklich in die Küche, und am Ende des Videos, wie gesagt, habe ich was anderes an, aber wundert euch nicht. Also, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video und los geht's. Also, das sind jetzt die Gerichte, die zur Auswahl stehen. So sieht es aus. Das sind die Rezeptkarten. Ich mache es immer so, dass ich 3 Veggie-Gerichte bestelle und 2 mit Fleisch, eben für eine Woche. Und ich finde es richtig gut, weil ihr hier auf diesen Rezeptkarten diese Farben hier habt. Und dann könnt ihr eben das Päckchen dazu aussuchen, das euch mitgeschickt wird. Und da sind dann eben alle Zutaten mit drinnen. Ihr seht auch, wie lange ihr für das Gericht brauchen würdet. Ihr seht hier drüben die ganzen Zutaten, die ihr benötigt, falls ihr diese Pakete auspackt und die so in den Kühlschrank eben legt. Aber ich lasse die quasi immer in diesen Papiertüten und hole die dann gerade so aus dem Kühlschrank raus. Ja, und hier zum Beispiel 25 Minuten, das habe ich schon gemacht diese Woche. Das war richtig lecker. Das hat meinem Mann sehr gut geschmeckt. Das musste schnell gehen. Deshalb habe ich mich dafür entschieden. Und heute werden wir das hier machen. Das geht auch sehr schnell. Schaut mal, 25 Minuten ist total easy. Und ihr habt hier hinten quasi dann immer die Erklärung. Schritt für Schritt seht ihr, was ihr machen müsst. Hier habt ihr dann auch noch die ganzen Angaben. Und es ist wirklich alles super übersichtlich. Und ich würde sagen, jetzt legen wir mal los. So, schaut, hier sind jetzt noch diese 2 anderen Pakete, und das meinte ich eben mit der Farbe. Und dann habe ich hier unten noch das hier, und zwar sind hier die ganzen gekühlten Sachen immer drinnen. Ich hole das mal eben für euch raus, damit ich euch das ein bisschen besser zeigen kann. Das wollte ich eigentlich noch wegräumen, ich habe es aber jetzt noch nicht geschafft. Und zwar sind da Kühlakkus mit drinnen. So sieht es aus, und es ist alles recycelbar. Also es ist wirklich sehr, sehr umweltschonend.
Ja, und hier sind dann so die Kühlakkus hier drinnen. Die packe ich mir immer in den Gefrierschrank, denn die werden dann nochmal verwendet. Max, die Flasche ist nicht für dich, das ist mein Geburtstagsgeschenk. Warum? Auch wenn ich keinen Alkohol trinke. Jetzt hat er das ausgepackt, das ist ja unglaublich. Gut, ja. Packt es wieder schön ein. Wir kochen jetzt. Auf geht's. Lest dir schon mal das durch, was du machen musst, Max. Also Max, was musst du zuerst machen? Schneiden. Was schneiden? Alles. Alles klein schneiden? Ja. Soll ich dir vielleicht ein bisschen helfen, Max? Also, was steht denn hier? Rote Zwiebeln und Knoblauch abziehen, Zwiebel halbieren und in Streifen schneiden. Knoblauch hacken. Okay, soll ich dir irgendwas helfen oder machst du es alleine? Nö. Max hat sich gerade gewundert wegen dem Käse, den kennt er nicht. Wie nennt er sich nochmal? Halloumi. Halloumi. Max, das ist Halloumi-Käse. Das ist Halloumi. Da steht's, schaut. Halloumi. So. Okay, und jetzt? Streifen geschnitten. Hey, man darf vorher nicht naschen. Ja. Das schmeckt dir nicht. Ich brauche erstmal dein größeres Wort. Ich habe schon reingemacht. Das steht bestialisch. Lächeln oder Spongebob? Wir nehmen Spongebob. Ne, die Finger abschneiden, Max. Die brauchen wir heute noch. Lass mich sagen. Ein bisschen schneller. Also Köche können das auch schneller, Max. Ja, ja, bin ich Koch? Ja, heute schon. Nicht zu viel naschen zwischendurch. So, was müssen wir jetzt machen? Was steht jetzt drauf? Mit vollem Mund spricht man nicht. Max, Schatz, musst du weinen? Bist du so traurig? Ha? Brauchst du irgendwie mehr Taschengeld? Das ist übrigens das Olivenöl meiner Eltern, ne? Also aus Italien. Da geht's, Max. Aus Bari. Da schauen wir ja immer zu, ne? Wie das Olivenöl gemacht wird. Ja, geht's wieder, Max? Max, du musst aber auch ein bisschen zwischendurch aufräumen. Das hat ja die Mama so aber nicht beigebracht, ne? Geht's? Bist du so traurig? So, das Ganze haben wir jetzt abgelöscht. Ein bisschen Zucker rein, Balsamico, Essig und Wasser. Und jetzt wird der Halloumi-Käse vorbereitet. Da kommt jetzt quasi Oregano rein und Olivenöl. Ja. Okay, super. Dann go. So. Müssen wir quasi marinieren jetzt, oder was? Mhm. Okay, dann Olivenöl, go. Vorsichtig. Halloumi. Halloumi. So, Halloumi ist fast fertig und jetzt habe ich diese Tortilla-Dinger da warm gemacht. Und jetzt müssen wir sie bestreichen. Nicht zu viel bei mir, Max. Das ist mir zu viel Knoblauch. Ich wollte mich heute noch unterhalten mit den Leuten. Das ist meine. Ach, das ist deine, okay. Da habe ich Mayo rein, Knoblauchpaste, Zitronensaft, Salz und Pfeffer. Ja. Für mich nur ein bisschen, Max. Max, das nächste Mal nimmst du dir bitte eine große Unterlage, um das alles zu schneiden, ja? Wir haben hier zig Brettchen. Hm, sieht aber lecker aus. Machst du immer erst dein Essen und dann das vom Geburtstagskind, oder? Ja, das Geburtstagskind darf auch was machen. Ja, danke. Soll ich jetzt meinen selber machen? Ja, okay. Mach du denn doch bitte. Also. Ein bisschen mehr Salat? Du wolltest doch für mich kochen. Willst du Gurken? Ja, bitte. Ein paar Gurgele? Ja. Und nicht so viel scharf bei mir, bitte. Okay. Da ist Chili. Mhm. Wie viele kommen jetzt? Wie sagst du zu dem Käse? Hallo Moi. Willst du Hallo Moi? Ja, bitte Hallo Moi. Hallo Moi. Zwei, drei, vier. Eins. Ein Hallo Moi reicht mir. Okay. Ja. Gut. Danke. Schaut mal, so sieht es jetzt auf der Rezeptkarte aus. Und das ist das von Max. Hat er doch gut hinbekommen, oder? Kommt im Original sehr nahe, Max. Mhm. Jetzt hoffen wir mal, dass das auch gut schmeckt. Hast du bei mir schon Zitrone drauf? Nö. Na toll. Und, probierst du? Ja, du probierst zuerst, ob es schmeckt. Und? Oh, das ist ganz schön heiß. Ist gut? Mhm.
Knoblauch. Also danke, dass du für mich gekocht hast. Könntest du ruhig öfters noch machen, nicht nur zum Geburtstag. Mhm. Mhm. Ja, hallo Mäus, gut. Schön mal überspielt, ne? Du kannst öfters mal für mich kochen. Die Zwiebeln sind auch gut. Also, wir essen jetzt mal weiter. Ich glaube, das lasse ich jetzt öfters machen. Mhm. Und wir verabschieden uns mal an dieser Stelle. Mhm. Denkt dran, ich habe noch den Rabattcode für euch, für die HelloFresh-Box. Ich schreibe euch alles unten in die Infobox. Ihr könnt ganz schön viel sparen. Ich esse jetzt auch mal, damit es nicht kalt wird. Wie gesagt, schaut gerne unten in die Infobox. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und schreibt in die Kommentare, dass der Max öfters für die Mama kochen soll. Mhm.